war einmal eine Familie gar nicht weit entfernt von uns. Es war die Darling-Familie. Die Familie hatte drei Kinder, Michael, John und Wendy. Wendy erzählte ihrer Mutter immer wieder, dass Peter Pan sie besuchen kam und in ihrem Zimmer Flöte spielte. Ihre Mutter war sich sicher, dass Wendy sich dies nur ausgedacht hatte. Aber sie war verwundert, als sie Blätter in Wendys Zimmer fand. Wendy sagte ihr, dass Peter Pan die Blätter mitgebracht hatte. Eines Abends, als die Eltern ausgingen, waren die Kinder allein zu Hause. Sie wurden bald müde und gingen schlafen. Peter Pan kam leise in ihr Zimmer und begann nach seinen Blättern zu suchen. In diesem Moment wachte Wendy auf. Peter Pan, ich habe auf dich gewartet. Keiner wollte mir glauben, dass es dich gibt. Wendy gab ihm die Blätter, die sie für ihn aufbewahrt hatte. Sie mochte Peter sehr gerne und sie half ihm, die Blätter wieder an seine Kleider zu nähen. Wendy, soll ich dir eine tolle Abenteuergeschichte erzählen? Ich will keine Geschichten über Abenteuer hören. Ich will selbst eins erleben, Peter. In diesem Moment flog Peters kleine Fee Glöckchen durch das Fenster. Natürlich. Ich wusste, dass du hier sein würdest. Machst du dich wieder ohne mich bereit für ein neues Abenteuer? Du weißt doch, dass ich niemals ohne dich etwas unternehmen würde. Wendy weckte ihre Brüder auf. Sie sahen Peter Pan und Glöckchen voller Verwunderung an. Na, seid ihr bereit zu fliegen? Glöckchen bestreute sie alle mit Feenstaub und sie begannen zu schweben. Zusammen flogen sie aus dem Fenster in die Nacht. Sie machten sich auf den Weg nach Nimmerland. Nach einer langen Reise sahen sie Nimmerland am Horizont erscheinen. Sie waren endlich angekommen. Dort gab es Meerjungfrauen, wilde Tiere, Indianer, Piraten und die verlorenen Jungs. Und unter ihnen war der gefährlichste aller Piraten, Captain Hook. Captain Hook war Peter Pans Erzfeind. Der Grund dafür war, dass einmal, als die beiden in einen Kampf geraten waren, Peter Pan die Hand von Captain Hook abgeschlagen hatte und ein Riesenkrokodil hatte sie gefressen. An seiner Hand war seine Uhr gewesen und seitdem machte das Krokodil immer ein Tick-Tack-Geräusch. Daher wusste Captain Hook immer, wenn das Krokodil in der Nähe war, weil er das Ticken seiner Uhr hören konnte. Als Captain Hook an Deck stand und mit seinem Fernglas Ausschau hielt, entdeckte er Peter Pan und die Kinder, die ihn aus sicherer Entfernung beobachteten. Er befahl sofort seinen Männern, sie mit den Kanonen zu beschießen. Peter und die Kinder konnten den Kanonenkugeln so gerade eben entwischen. Glöckchen, bring die Kinder in Sicherheit. Ich kümmere mich um Hook. Glöckchen war eifersüchtig auf Wendy. Also wollte sie von Peter fernhalten. Sie erfand eine Ausrede und ließ Wendy allein auf einer Klippe, während sie Michael und John unten am Strand in Sicherheit brachte. Die verlorenen Jungs, die auf der Insel lebten, sahen Wendy aus der Ferne. Sie dachten, sie sei ein Eindringling. Also griffen sie sie an. Zur gleichen Zeit kämpfte Peter mit Captain Hook. Doch plötzlich tauchte das Krokodil auf und Captain Hook lief voller Angst davon. Als Peter zurück auf die Klippe kam, sah er Wendy verletzt am Boden liegen. Er wurde sehr traurig. Den verlorenen Jungen tat es sehr leid, als sie begriffen, dass das Mädchen, das sie verwundet hatten, eine Freundin von Peter Pan war. Du solltest doch auf die Kinder aufpassen. Glöckchen tat es sehr leid. Sie wusste, dass das, was sie getan hatte, nicht in Ordnung war. Es tut mir so leid, Peter. Es wird nicht noch einmal passieren. Das verspreche ich. Die verlorenen Jungs richteten eine hübsche Unterkunft für Wendy und ihre Brüder her.
In der Nacht schliefen sie alle in ihrem Haus unter den Bäumen und hörten Wendys Geschichten zu. Peter Pan stand vor dem Haus Wache und passte auf sie auf. Eines Tages, als sie wieder auf der Klippe saßen, sahen sie die Piraten unten am Strand. Sie hatten die Tochter des Indianerhäuptlings entführt. Peter Pan und die Jungs machten sich auf, um sie zu befreien. Sie kämpften gegen die Piraten und schlugen sie in die Flucht. Dann brachten sie die Häuptlingstochter zurück zu ihrem Vater. Von diesem Tag an waren die Indianer und die verlorenen Jungs und Peter gute Freunde. Der Häuptling befahl sogar zwei seiner besten Männer, mit den verlorenen Jungs mitzugehen, um auf sie Acht zu geben. Natürlich war Captain Hook darüber sehr verärgert. Eines Tages werde ich dich besiegen, Peter Pan. Eines Abends, als Wendy gerade mit einer Gute-Nacht-Geschichte begonnen hatte, wurde Peter klar, wie sehr sie und ihre Brüder ihr Zuhause vermissten. Also sagte er ihnen, dass sie nach Hause gehen könnten, wenn sie es wollten, aber dass er in Nimmerland bleiben würde. Gerade als sie ihre Sachen für die lange Reise packten, wurden sie von den Piraten überfallen. Sie hatten den Indianern eine Falle gestellt und sie gefangen genommen, und jetzt hatten sie sich die Jungs geschnappt. Peter Pan schlief friedlich in seinem Bett und hatte keine Ahnung, was mit Michael und John passiert war. Captain Hook sah ihn schlafen. Aber er konnte die Tür zu Peters Baumhaus nicht öffnen. Also goss er das Gift, das er mit sich gebracht hatte, unter die Tür in Peters Zimmer, sodass Peter für Stunden schlafen würde. Peter Pan schlief den ganzen Tag lang. Als er aufwachte, kam Glöckchen zu ihm. Sie erzählte ihm, was passiert war, und gemeinsam flogen sie los, um die Jungs zu retten. Als sie an ihrer Klippe ankamen, konnten sie sehen, dass kein Pirat Wache stand. Sie flogen zu der anderen Seite der Klippe und erschraken. Wendy, John, Michael und die verlorenen Jungs waren alle an Pfahle gebunden und Captain Hook hielt eine brennende Fackel. Sprich deine letzten Worte. Da sie die Älteste war, begann Wendy zu sprechen. Meine lieben Freunde, meine letzten Worte an euch sind das, was eure Mütter euch gesagt hätten. Wenn sie hier wären, würden sie euch sagen, dass ihr keine Angst zu haben braucht. Seid mutig und erinnert euch daran, dass die Liebe immer gewinnt. Immer. Captain Hook ärgerte sich sehr über Wendys Worte. Er brachte sie auf sein Schiff und fesselte sie an den Hauptmast. In diesem Moment kamen Peter Pan und Glöckchen, um die Jungs zu befreien. Zur gleichen Zeit kamen die Indianer und ihr Häuptling, um ihnen zu helfen. Das freute Peter so sehr, denn mit ihrer Hilfe konnte er die Jungs retten. Jetzt war es Zeit, Wendy zu befreien. Peter Pan und die verlorenen Jungs kletterten auf Captain Hooks Schiff, auf dem sich nur noch ein paar Piraten befanden. Als ihnen klar wurde, dass sie in der Unterzahl waren, sprangen sie voller Angst ins Wasser. Es gibt keinen Ausweg, Hook. Ergib dich! Peter Pan und die verlorenen Jungs umzingelten Captain Hook, sodass er rückwärts stolperte. Und plötzlich hörte er das Geräusch, das eine Geräusch, vor dem er am meisten Angst hatte. Als Captain Hook sich voller Angst umsah, erblickte er das Krokodil, das im Wasser auf ihn wartete. Hilfe! Panisch rannte er zur anderen Seite des Schiffes, sprang ins Wasser und begann so schnell zu schwimmen, wie er konnte. Peter Pan und die verlorenen Jungs begannen zu lachen. Von jetzt an gehörte Captain Hooks Schiff den verlorenen Jungs und Peter Pan war der Captain. Die Besatzung ist bereit für deine Befehle, Captain. Leinen los! Die Jungs machten die Leinen los und die Segel blähten sich im Wind auf.
Glöckchen, bring uns zum Haus der Darling-Familie. Die Kinder freuten sich darüber sehr. Wendy, Michael und John würden endlich ihre Eltern wiedersehen, die sie so sehr vermisst hatten. Glöckchen streute ihren Feenstaub und plötzlich hob das Schiff sich aus dem Wasser und flog in den Himmel hinauf. Wendy konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ihren Eltern von Peter Pan, Glöckchen und Nimmerland zu erzählen. Von nun an würde Nimmerland immer ihr zweites Zuhause sein und Peter Pan ihr bester Freund. Es war einmal ein selbstverliebter und frecher Fuchs, der im Wald lebte. Weil er ständig allen anderen Tieren Streiche spielte, konnte ihn niemand leiden. Keiner wollte mit ihm befreundet sein. Weil er sich ausgeschlossen fühlte, zog der Fuchs in eine Höhle am Rande des Waldes. Eines Tages kam eine Storchendame vorbei, die aus einer kälteren Gegend geflogen kam. Der Fuchs freute sich sehr, endlich einen Freund gefunden zu haben. Er lief sofort zu ihr herüber. Willkommen, lieber Storch. Sollen wir Freunde sein? Natürlich. Aber bist du nicht der freche Fuchs? Wie kann ich dir vertrauen? Oh, natürlich kannst du das. Ich habe hier keine Freunde, aber ich denke, wir könnten beste Freunde werden. Nach kurzer Zeit, weil er es satt war, immer alleine zu essen, lud der Fuchs die Storchendame zum Abendessen in seine Höhle ein. Sie freute sich sehr über die Einladung und trat in die Höhle des Fuchses ein. Die Suppe, die der Fuchs gekocht hatte, roch herrlich. Der Fuchs deckte den Tisch und goss die Suppe in zwei große Teller. Die Storchendame setzte sich an den Tisch und der Fuchs setzte sich gegenüber. Bon Appetit, ich hoffe, dir schmeckt meine Suppe. Der Fuchs aß seine Suppe voller Genuss von dem großen Teller. Aber die Storchendame wusste nicht, wie sie aus diesem Teller essen sollte. Obwohl sie mit ihrem Schnabel in den Teller reichen konnte, konnte sie nur ein oder zwei Reiskörner aufpicken. Und in der Zeit, in der sie nur ein paar Reiskörner gegessen hatte, hatte der Fuchs seine ganze Suppe verputzt. Die Storchendame war sehr enttäuscht, da sie den Fuchs sehr unaufmerksam fand. Aber weil sie sein Gast war, sagte sie nichts. Ich sollte mich auf den Weg machen. Danke für das Abendessen, mein Freund. Aber du hast doch gar nicht aufgegessen. Schmeckt es dir nicht? Na gut, dann esse ich deine Suppe auch. Und als die Storchendame auf dem Weg nach draußen war, hatte der Fuchs schon begonnen, von ihrem Teller zu essen. Traurig lief sie nach Hause. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil sie so hungrig und enttäuscht von ihrem Freund war. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Tiere. Das muss der Fuchs verstehen und akzeptieren. Aber wie? Sie dachte lange nach und dann hatte sie eine Idee. Sie würde dem Fuchs eine Lektion erteilen. Am nächsten Morgen lief sie herüber zum Fuchs und lud ihn zu sich zum Abendessen ein. Der Fuchs freute sich sehr über diese Einladung. Vielen Dank, Frau Nachbarin. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Als sie das Essen vorbereitet hatte, holte die Storchendame zwei lange, enge Flaschen hervor. Eine für sich und eine für den Fuchs. Sie kochte Reis für sie beide und deckte dann den Tisch. Sie füllte auch das Wasser in eine lange, enge Flasche. Nach kurzer Zeit kam der Fuchs bei ihr an. Ich bin sehr hungrig. Lass uns sofort essen. Die beiden setzten sich an den Tisch. Na dann, guten Appetit! Der Fuchs versuchte, aus der Flasche zu essen, aber es gelang ihm nicht. Er konnte noch nicht einmal das Wasser trinken. Die Storchendame aber reichte mit ihrem langen Schnabel in die Flasche und aß den Reis voller Genuss. Während der Fuchs noch versuchte, mit einer Gabel etwas Reis aus der Flasche zu fischen,
hatte sie ihr Essen bereits aufgegessen. Als sie den Fuchs mit der Gabel hantieren sah, fragte sie: Oh, mein Freund, du isst ja gar nichts. Schmeckt es dir nicht? Wenn ich essen könnte, würde ich es vielleicht mögen. Diese Flasche ist nichts für mich. Mit deinem langen Schnabel kommst du da rein, ich aber nicht. Die Storchendame hatte diese Antwort erwartet. Oh, mein lieber Fuchs, erinnerst du dich, als ich letztes Mal hungrig deine Höhle verlassen habe? Weil du Teller auf dem Tisch hattest, aus denen ich nicht essen konnte. Da erkannte der Fuchs seinen Fehler. Es tat ihm sehr leid, dass er seiner Freundin das Essen in diesem Teller serviert hatte und sie daraus nicht essen konnte. Das tut mir so leid. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass du von meinen Tellern nicht essen kannst. Schon in Ordnung. Wenigstens siehst du deinen Fehler ein. Wir müssen lernen, unsere Unterschiede zu respektieren. Die Storchendame holte einen Teller hervor, von dem der Fuchs essen konnte, und bereitete sein Essen darin zu. Dem Fuchs schmeckte das Essen sehr. Als es Zeit war zu gehen, hatte der Fuchs eine Idee. Hey, Storch! Lass mich eine deiner Flaschen mit nach Hause nehmen. Wenn du mich besuchen kommst, kannst du dann daraus essen. Na, man nennt dich nicht umsonst den schlauen Fuchs. Wenn du deine Schlauheit öfter für nette Dinge wie dieses nutzen würdest, wären du und deine Freunde viel glücklicher. Der Fuchs und die Storchendame lachten herzhaft. Ein paar Monate waren vergangen. Bevor sie in wärmere Gefilde loszog, kam die Storchendame beim Fuchs vorbei, um sich zu verabschieden. Als er wieder alleine war, ging der Fuchs zurück in den Wald. Und er vergaß die Worte seiner Storchenfreundin nie. Er war nie wieder selbstsüchtig und er freundete sich mit allen anderen Tieren an.